Hallo und herzlich willkommen zurück in Lost Ark. Ich bin der Typ mit dem Bart. Piu piu, weiter geht's mit unserem Todesschützen. Genau, was habe ich mir für heute vorgenommen? Machen wir mal kurz einen Rückblick. Wir waren das letzte Mal ja in Judia, also auf dem Kontinent Judia noch, in den Morai-Ruinen. Und ja, war so halb durchwachsen, ganz okay, was ich da abgeliefert habe, obwohl ich öfter krepiert bin dabei, aber okay, sei es drum. Mittlerweile bin ich auf dem Kontinent Vestluterra angekommen und habe so die ersten zwei, drei Quests schon gemacht, auch ohne euch, und stehe jetzt hier quasi vor den Ruinen oder vor der Burg Zagoras. Und nach einem kurzen Intro schauen wir mal, was uns da drin erwartet. So, da sind wir wieder und Level 22 bin ich jetzt, kurz vor 23. Ich habe auch das letzte Mal wieder keine Fertigkeitspunkte ausgegeben und versuche die wieder ein bisschen zu sparen, um dass wir auch den dritten Perk freischalten können bei Gelegenheit dann und dass wir ja einfach da noch einen raushauen können. So, ich würde sagen, wir marschieren mal rein, ne? So, Zagoras Festung. Jawohl. Da möchte ich rein. Mal gucken, was uns da erwartet. Jo, okay, eine Burg. Ja, finde ich ganz geil. Die Verletzten erholen sich kein bisschen. Fand ich auch so das Setting, was ich bis jetzt gesehen habe. Also diese Wüste, die war ja echt dröge. Hat mir nicht so gut gefallen vom Level-Design her, überhaupt, beziehungsweise überhaupt von der ganzen Optik her. Da finde ich sowas so Ritterburg-mäßig, finde ich schon besser. Das sagt mir schon mehr zu. So, wen suchen wir denn? Halte durch. Dir wird es bald besser gehen. Okay, der Abel ist hier wieder am Rumheilen. Gesegneter Priester. Ah, da bist du ja. Ja, genau. Hier entlang. Ja, hier bin ich. Komm, folge mir. Ja, ich bin bei dir, mein Freund. Du bist endlich hier. Ich habe derweil die Soldaten versorgt. Ja, ich spule das mal schnell vor, wenn ihr euch das alles im Einzelnen durchlesen wollt, falls ihr es nicht schon längst erledigt habt, wovon ich mal stark ausgehe, dann macht einfach Pause. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Thyraine, ein Ritter Luterras. Sir Thyraine, ich bin Pater Arme. Und das ist meine Begleitung. Ich möchte euch für die Versorgung meiner Soldaten danken. Ihre langsame Erholung bereitete mir Kummer. Doch dank euch habe ich nun eine Sorge weniger. Das ist schön. Ihr müsst erschöpft sein. Wir sollten euch eine warme Mahlzeit und einen Schlafplatz für die Nacht besorgen. Ziel in Sicht. Keine Zeugen. Vorsicht! Schützt den Prinzen! Ich hatte das Areal! Prinz Farmer, seid ihr verletzt? Nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsstet. Aber eure Hoheit... Ich sagte doch, mir geht es gut. Darf ich? Bitte haltet still. Kelea Mamlaka Behankebra Leon Meon mein. Beeindruckend. Zum Glück war die Wunde nicht zu tief. Ihr seid eindeutig mehr als nur ein Ritter von Luterra. Ich bin im Moment nicht sehr prinzenhaft.
So. Unterhalten wir uns dort drüben weiter. Genau. Mach doch mal weiter hier, nicht immer so viel Palaver. Okay, das war wohl so eine kleine Intro-Sequenz. Ah, jetzt ist hier auch, bin ich raus aus der Instanz und kann mich dann hier auch in der Burg frei bewegen. Jo, das ist schön, das gefällt mir. So, hier haben wir wieder ein Lager, einen Postboten haben wir hier. Okay, Moment, nee, das wollte ich machen, das kommt, das auch. Ja, die üblichen Händler, ich würde erstmal den Triporter da unten freischalten wollen. Dass ich mich notfalls auch wieder hierher porten kann. Und dann wollen wir doch mal weitermachen. So questmäßig. Danke für deine Hilfe. Das hätte ein echtes Desaster werden können. Du bist doch so ein Prinz. Also das ist so ein... Ja, also du Questtexte sind hier echt für den Eimer. Ja? Die brauchst du mal 0,0, weil du kannst hier einfach immer die Taste G hämmern. Das werdet ihr wahrscheinlich auch zum größten Teil machen. Und ja, arbeitest einfach nach der Map, ja, ohne dass du irgendwelche großartigen Texte gelesen hast. Wer macht denn das von euch? Wer liest denn von euch Questtexte? Würde mich mal interessieren, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich würde fast darauf wetten, niemand. So, jetzt gab es aber noch ein Fertigkeits-, also ein Level-Up und da einhergehend gab es da noch Fertigkeitspunkte. Deswegen würde ich hier gerade mal aufmachen. Und da können wir auch schon eine Stufe nach oben gehen. Spiralsucher. Da hauen wir tatsächlich mal Punkte rein. Und was machen wir denn? Machen wir mal hier. Schrotflinte nehme ich in letzter Zeit auch sehr häufig. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Macht Spaß mit dem Ding. So, und Nahschuss. Kombo-Schnellfeuer. Das hört sich mal gut an. Reichweite. Okay, nee, komm, wir nehmen mal den Kombo, das Kombo-Schnellfeuer. Mal sehen, wie sich das nachher auswirkt. Gut. Ich habe doch gerade noch was bekommen, eine Hose, ne? Genau. Gleich mal anlegen. Ich habe hier Karten und ich weiß so überhaupt nicht, was ich damit anzufangen habe. Vielleicht könnt ihr mir da ja mal weiterhelfen. Ich bin da gerade echt ein bisschen planlos, was ich damit anstellen kann. Ich habe irgendwo gesehen, eine Option gibt's, wo ich Karten einsetzen kann. Genau hier. Aber was bringen mir die? Oder lohnt sich das überhaupt, die jetzt schon da reinzupacken? Keine Ahnung. Also wenn ihr da mehr wisst als ich, bitte auch da mal in die Kommentare schreiben und mich vielleicht ein bisschen abholen. Weil sonst mülle ich mir einfach die Tasche damit voll oder vielleicht verpasse ich sogar die Hälfte von dem, was der hier eigentlich kann. Mein kleiner Todesschütze. So, weiterhin im Questtext. Meine erste richtige Schlacht. Postbote, das ist hier der Hamel. Prinz Tyrion ist ein ehrenvoller Mann. Die Gerüchte scheinen zu stimmen. Okay, einmal wieder durchspulen. So, öffne die Vorratstruhen. Okay, dann wollen wir nochmal öffnen. Ey, der hat es einfach vor mir aufgemacht. So ein blöder Sack. Fertig. Na, Mega-Quest. Oh, muss ich ja nichts mehr sagen, ne? Ist das die Vorratsliste? Oh, was fuchtelt er denn mit dem Schwert um? Das ist eine große Hilfe. Seine Dankbarkeit erfreut mich. Ich bin fast fertig mit der Behandlung. Hier läufst du echt immer nur von A nach B nach C und wieder zurück. Danke, dass du Mihan geholfen hast.
Welche Erleichterung. Gern geschehen. Gern geschehen, gern geschehen. So, und wieder zurück. Jetzt reicht's mir aber hier. So, ja, prima. Ja, ich muss doch nicht mal lesen, was ich da mache. Muss ich klick's einfach an und irgendwie wird's mir schon gezeigt, was ich zu tun habe. Einfach auf die Karte gucken. Die Deklaration, okay. Herod. Ganz da hoch muss ich. Ach, Herr Jemine. Na toll. Na gut. Dann galoppieren wir doch mal los. Auf dem Weg ist auch noch ein Triporter. Ist ganz cool. Können wir da auch gleich mal anhalten. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wie das mit den Berufen hier funktioniert. Also ich habe nach wie vor noch diese Werkzeuge einstecken auf der Bank. Aber ich habe die nie dabei, weil ich habe auch nie das Gefühl, ich kann hier irgendwas machen damit. Also da hat es mich irgendwie auch noch nicht gecatcht, ja. Oh, hier ist kalt. Oha. Miezekatzen. Au, au. Sorry. Sorry. Prinz Tyrain schickt dich? Unmöglich. Okay. Erzähl mir mehr. Was soll ich tun? Sammle Kristallwasser. Machen wir doch glatt. So, da soll ich noch jemanden töten? Töte Regid, okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Einfach mal nicht aufgepasst, ne? Ist ja eh nicht so meine Stärke. So, auch erledigt. Das war ja jetzt gar nicht so schwer. Ach, gut, die Tauben werden sich bald besser fühlen. Ja, da bin ich aber froh drüber, dass die Tauben sich besser fühlen. So. Ihr alle, die ihr unter Regent Schericht leidet, eure Tage des Elends sind bald vorbei. Ich werde den Thronräuber zur Rechenschaft ziehen und die Burg Luterra zurückerobern. Ich
kann übrigens immer noch nicht mit F12 Screenshots machen. Also es ging ganz am Anfang im Spiel mal, jetzt geht's nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. In jedem anderen Spiel funktioniert es noch. Ich habe es mal solo gestartet, also ohne über Steam irgendwie das Ganze anzutriggern und auch direkt aus Steam raus. Ich kriege es nicht mehr hin. Ein Glück. Jetzt ein bisschen schade. Neue Hoffnung schöpfen. Ja. So, jetzt geht's wahrscheinlich wieder zurück. Ah ja, na klar. Komm her. Ja, da wollen wir hin. So, nächste Quest abholen. Das ist meine erste richtige Schlacht. Hoffentlich war es. Nächste Quest abholen. Ah, da bist du ja. Ja, da bin ich wieder. Erzähl mal was. Was soll ich tun? Könntest du anstelle der Soldaten losziehen und die Waffen besorgen? Na klar. So, jetzt geht's da hinten hin. Ah, ganz nice, da können wir uns... ach, nee, komm, wir reiten. Mich jetzt eigentlich auch hinporten können. Komm schon. Also Levelphase ist ja echt unspektakulär, ne? Also wenn da hin und wieder mal diese Chaos-Dungeons nicht wären, das wäre ja mal so nix hier. Aber okay. Ey! Jetzt kommt da mal ein bisschen Action bei rum. So macht das doch Spaß. Das war's schon? Ach nee, hier unten muss ich ja noch hin. Komm ich da hin? Ja. Ja, ja, reg dich ab, reg dich ab. Ruhig, Brauner. Oder Rostiger. Oh. Oh. Die kommen mir echt hinterher. Wie geht's weg? Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug nicht rasten. Für meine Familie, Freunde Geister und die zukünftigen Einwohner dieses Landes. Mhm. Ja, danke für die Info. Oh, wieder zurück, Ratzi Fatzi. Weiß gar nicht, wo man hier seine erste eigene Insel bekommt, dass man mal so ein bisschen Housing betreiben kann. Das wird wenigstens noch mal ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Da muss Woher ich da jetzt 50 wusstest du von sein? Der Eisenknappheit? Ja. Mihan wollte sich gerade darum kümmern. Das
ist meine erste richtige Schlacht. Hoffentlich läuft's gut. Ja, danke. So, und nun? Oh, echt jetzt wieder da hoch. Ne, wir machen erstmal hier unten die Aufgaben weiter. Da war ja gerade auch noch was. Genau, da haben wir doch eine Quest noch. Mauerreparatur. Okay, jetzt muss man natürlich erstmal gucken. Hilft Peak dabei, einen Stein zu bewegen. Wo ist der Peak? Ach, da ist er ja. So. Ach, da drüben sind die Steine. Fallen lassen. Oh ja, das war ja... Ach, Leute. Was sind das für Quests? Oh Mann. Na gut. Warum sind die Speere so schwer? So viele Fragen, so wenig Antworten. Du hast Tyrann gerettet, was? Ja. Dein Ruf eilt dir voraus. Wer bist du? Warum wolltest du mir in den Hintern treten? Na, weil ich's kann. Silberbuschblätter. Guck mal, das ist doch eine Mokoko-Sahne. Ich bin schon 30 Mal dran vorbeigeritten. Ich verpeile das ständig, die irgendwie einzusammeln. Oder mal explizit drauf zu achten. Nun, das fühlt sich schon etwas besser an. Kennst du das Lied der Tapferkeit? Die Nationalhymne von Luterra? Oh, jetzt bin ich gespannt. Dann passiert nichts, ne? Oder höre ich es nur einfach nicht? Hört ihr was? Kein Wort gehört. Also kein Ton. Lied der Tapferkeit. Okay. Was kann ich damit anfangen? Lied der Tapferkeit. So, so. Wo waren die Lieder nochmal? Ich benutze sie so selten, ne? Hm. Notenblätter. Ach, habe ich es bekommen. Ach, ich bin ja auch doof, ne? Genau, da ist es doch.
Materialien, Lager, Skins, Verbrauchsgegenstände, Materialien. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses scheiß Lied finde. Ich hatte doch da gerade was gehabt. Mann, oh Mann, oh Mann. Notenblätter, genau, da ist es doch. So. So, habe ich jetzt irgendeinen Statuseffekt? Ach, egal. Oder folgen mir dann irgendwelche Leute? Das wusste ich schon, bevor du zu mir kamst. Ich konnte die Soldaten bis hierher summen hören. Sprich mit Terrain. Wo steckt er denn? Da steckt er. Aber ich will mal eben noch hier hinreisen, um da die Quest abzugeben. Nee. So. 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 Kurz hoch zum Außenposten. Jo, das war's, ne? Super. Also man rusht hier so durch die Gebiete durch. So, mal kurz schauen, was uns da oben noch erwartet. Sind die Speere so schwer? Warum habe ich mich nur freiwillig? Die Sprüche dabei. Mark ist wirklich großartig. Ich hätte das in so kurzer Zeit nicht geschafft. So, gehe nach Lakeba. Wo ist Lakeba? Genau, da geht's runter. Okay. Freunde, das war's für heute auch schon wieder. War jetzt, ich muss es ehrlich zugeben, war jetzt nicht so aufregend, nicht so spannend, aber gehört halt zum Leveln einfach mit dazu. Ich bin gerade auch im Überlegen, ob ich jetzt nicht hier einfach mal einen kompletten Cut mache, bis ich 50 bin und euch dann einfach wieder mitnehme. Ich glaube, das wird am sinnvollsten sein, denn ja... Es ist halt echt, also du musst dir noch nicht mal Mühe geben, um hier irgendwelche Quests zu lesen. Also ich finde, das ist eine der Schwächen, aber auch zugleich eine der Stärken von diesem Spiel, dass es halt wirklich so einfach zugänglich ist. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich werde natürlich weiterhin Videos machen, aber ob die jetzt noch in dieser Regelmäßigkeit erscheinen werden, wie es die letzten 3-4 Wochen gelaufen ist, ich muss mal sehen. Ich muss da mal in mich gehen und muss mir darüber klar werden. Ich möchte mich trotzdem ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt und es war nicht zu langweilig für euch. Mir hat es Spaß gemacht. So ein bisschen, aber auch nicht überragend. Okay, was wollte ich noch sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschö mit Ö.